Hallo meine Lieben, hier ist Nina von Kartenstoff und ich begrüße euch zur Legung für die Woche vom 21. bis 27.03. Ich ziehe eine Hauptenergie aus dem Gaia-Orakel, lege dann ein paar Karten mit dem Weaver-Tarot, werde ich gleich, wenn ich lege, noch mehr dazu sagen, kläre dann, was ich klären möchte mit dem Lenormand. Und genau, dann schauen wir mal, was die Woche für dich bringt. Du spürst in dich rein, ist es deine Legung oder nicht? Deine Legung ist es, wenn du tief damit in Resonanz gehst, wenn du das Gefühl hast, ist es so gar nicht, dann schau dir vielleicht eins meiner anderen Videos an. So, aber dann wollen wir mal starten. Wir haben hier Ganesha. Ganesha ist die Karte für die Schwierigkeiten werden aus dem Weg geräumt. Ist eine sehr kraftvolle Karte. Ich glaube, hier fügt sich was so, wie man das schon lange in sich gespürt hat und es jetzt irgendwie keine Frage mehr ist, ob man das klären möchte oder nicht, sondern es ist dann einfach so, dass es sich klärt. Okay, aber wir schauen mal, was das Tarot noch dazu sagt. Ich ziehe wie immer die erste Reihe. Die erste Reihe mit drei Tarotkarten, in denen die zugrunde liegende Situation für das, was jetzt in dieser Woche dran ist, aufgezeigt wird. Und die zweite Reihe mit der Entwicklung, die wahrscheinlich im Großen und Ganzen in dieser Woche oder um diese Woche herum stattfindet. So, wir haben einmal die Beendigung von etwas. Wir haben die 10 der Schwerter. Da ist etwas schon beendet worden. Und dann schauen wir mal, was noch gesagt werden kann. Wir haben mit den 8 der Schwertern ein Gefängnis, eine Art Gedankengefängnis, etwas, man sich selber quasi gebaut hat, wo man das Gefühl hat, man kann sich nicht bewegen und irgendwann erkennen darf, dass man sich doch bewegen kann, sondern dass man nur in eigenen Ängsten oder Sorgen gelebt hat, die einen begrenzt haben, dass diese Begrenzungen aber nie real waren. So. Und dann haben wir mit den 6 der Schwertern, das Umschiffen, das Überschiffen, das Weitergehen, etwas Altes verlassen, zu etwas Neuem hingehen. Das ist in der Regel, findet das auf emotionaler Ebene statt, dass man ein Umdenken hat oder dass man anfängt, einfach die Dinge auch anders zu sehen. So. Aber jetzt schauen wir mal. Das ist die Situation, die zugrunde liegend ist. Wir schauen jetzt erstmal, was für die Entwicklung in dieser Woche kommt. Hier haben wir den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter diskutiert nicht. Der Ritter der Schwerter weiß, was er will und er geht auch seinen Weg. So, viel Schwertenergie, nur Schwertenergie. Mal gucken, was wir jetzt haben. Hier haben wir mit den 7 der Stäben eine Abgrenzung, ein für sich einstehen, ein für sich aufstehen auch und nichts oder nur sehr wenig an sich ranlassen. Schon genau gucken, was lasse ich an mich ran, was lasse ich auch nicht an mich ran. Und dann haben wir hier eine Ablehnung. Ein Ablehnungsthema mit den 4 der Kelchen. Wenn wir gleich schauen, was das ist, eventuell nimmt man etwas nicht an, was man auch einfach nicht mehr haben möchte. Hier liegt für mich eigentlich eine ziemlich eine
ziemlich klare Energie. Erstmal in dieser Woche. Die obere Reihe finde ich sehr schwer von der Energie her. Das ist, da haben wir viel Belastung. Da haben wir Prozesse, die nicht einfach waren, und wir haben dadurch, dass etwas beendet werden konnte, die Möglichkeit, überhaupt aus eigenen Ängsten auszusteigen, aus den Acht der Schwertern auszusteigen, aus diesem Gedankengefängnis, so nenne ich das immer, auszusteigen. Da wird man sich gewahr drüber und dann kann man auch weiterziehen, aber auch die Sechs der Schwerter bringen für mich immer noch schwere Energie mit. Also die Grundenergie ist, so positiv diese Karte auch erstmal aussieht und an sich auch ist, es kommt wenig Leichtigkeit mit. So. Und jetzt fangen wir mal an, mit dem Lenormand zu klären, die Thematik noch etwas mehr einzugrenzen. Die Zehn der Schwerter. Was kann hierzu gesagt werden? Hier haben wir einmal das Schiff für das Weiterziehen. Kann mal für einen Umzug, auch mal für eine Reise stehen. Im Großen und Ganzen wechselt man einen Ort, von einem Ort zum anderen. Es kann auch auf emotionaler Ebene sein, kann auch mal für Sehnsucht stehen. Hier haben wir das Umfeld, hier haben wir die Öffentlichkeit, hier hat man etwas beendet. Hier hat man auch in der Öffentlichkeit, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, muss es gleich nochmal ordentlich ausdrücken, aber hier hat man in der Öffentlichkeit, in seinem Umfeld, in seinem Freundeskreis, hat man den Platz gewechselt. Hier gab es eine Bewegung. Hier war man nicht mehr so, wie man immer ist. Ja, hier ist man nicht mehr so, wie man immer war. Oder, you know what I mean. Man hat sich einfach verändert und das hat das Umfeld auch mitgekriegt, wodurch immer Verschiebungen stattfinden. Verschiebt sich, ändert sich ein Teil vom Ganzen, ändert sich das andere auch irgendwie mit oder geht in Abgrenzung. Auf jeden Fall eine Art Veränderung gibt es immer. So, hier gab es ein ziemlich deftiges Ende irgendwie. So, die Acht der Schwerter. Und das war auch total nötig, damit man sich hier weiterentwickeln konnte. Und damit man nicht wie gefangen sich fühlt. Und hier haben wir mit dem Brunnen auch die Tiefe, die Gefühlstiefe, das, was nach oben kommen will, was man auch noch hat, in sich hat. Ja, und was sich zeigt, auch was man kommuniziert. Also hier, also eine, wirklich, ich muss immer noch sagen, es ist eine schwere beziehungsweise wirklich massive Energie, die wir hier oben liegen haben. Die ist nicht ohne. Hier hat man sich wirklich geändert. Und hier hat das Leben in Teilen anders angefangen stattzufinden, als wie man das kannte, wovor man mit Sicherheit auch ein bisschen Angst hatte. Aber das war total wichtig, um an seine Gefühle ranzukommen. Und die teilt man auch mit. Zu denen steht man auch. Das liegt hier. Und dann ist dieser große Überschiffprozess, kann auf dieser Grundlage, dieses Sechs der Schwerter, wer die Rider-Waite-Tarot-Karte oder ich lege ja sonst liebend gerne auch mit dem Lightseers-Tarot, da sieht man dieses Schiff, diese Dame auf dem Schiff, das durch nicht ganz einfaches Gewässer weiterzieht, weil es einfach dran ist, auch weiterzuziehen. Aber einfach ist es noch nicht. So, die Sechs der Schwerter. Was können wir hierzu noch sagen? Hier haben wir die Wolken. Kommt etwas in die Klärung. Und hier haben wir mit dem Hund. Kann für die Selbstliebe stehen, für Loyalität, für Freundschaft.
glaube, hier klärt sich, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier klärt sich, wer noch bei mir ist und wer nicht mehr bei mir ist. Auf diesem Weg. Und das ist auch okay. Was wegbleibt, war nicht echt. So. Und hier ist man irgendwie sauer. Hier ist man, der ist eh immer ein bisschen sauer. Der Ritter der Schwerter, der hat, also was heißt, der ist eh immer ein bisschen sauer? Der weiß halt, wohin er will. Der diskutiert ja auch gar nicht. Ne? Und hier ist er aber auch noch wirklich sauer, glaube ich. Wir gucken mal, vielleicht auch ein bisschen gekränkt, was hier steht. Hier steht jemand definitiv entweder für seinen Seelenpartner oder für seine Gefühle ein, kann auch für Finanzen stehen. Hier haben wir die Sense. Nein, hier sagt jemand, das sind meine Gefühle. Die stelle ich auch in den Mittelpunkt. Und das hat er ja hier oben, haben wir hier auch schon. Ne? Die werden gezeigt, die werden in den Mittelpunkt gestellt. Und ich diskutiere nicht. Das ist meine Grundlage und auf der gehe ich weiter. Und auf der kläre ich alles, was jetzt noch blöde im Weg rumsteht. So. Entschuldigung, aber ihr wisst, ich bin ja immer ein bisschen flapsig und manchmal kommen die Wörter einfach so. Also, die 7 der Stäbe. Was können wir hierzu noch sagen? Wollten 2 kommen. Hier haben wir einmal den Baum für die Heilung und hier werden die Würfel neu gemischt. Das heißt, eigentlich werden die Karten neu gemischt. Ne? Hier werden jetzt die Würfel neu gemischt. Nur mal zur Erklärung, das sind die Schicksalswürfel, so quasi eine der Zusatzkarten in diesem Lenormand-Deck. Ebenso wie der Brunnen auch eine der Zusatzkarten ist, habe ich in der früheren Legung schon mal erklärt. Hat vielleicht aber auch nicht jeder mitgekriegt und manche kennen das nicht, ne, weil das zu dem Lenormand 36 Karten gehören und hier sind noch, ich glaube, 8 Karten mehr drin. Hier orientiert man sich neu. Hier heilt man, hier lässt man auch das, was man nicht mehr an sich ranlassen will, nicht mehr an sich ran. Es ist hier eine starke Abgrenzung, eine starke Heilungskarte. Mit dem Baum haben wir nochmal die Heilung hier liegen. Und hier kommt es anders. Hier möchte man auch, dass es anders kommt. Und hier lehnt man etwas ab, möchte etwas nicht mehr haben. Hier ziehe ich auch nochmal. Kannst du natürlich in dich reinspüren, was das sein könnte. Ziehe ich jetzt aber auch nochmal Karten zu. Hier haben wir die Vögel, bisschen Stress, bisschen Nervosität, bisschen Spannung dabei. Und hier haben wir eine Entscheidung. Hier haben wir eine Entscheidung. Ich ziehe dazu jetzt auch nicht mehr. Es ist ja eine allgemeine Legung. Du spürst mal in dich rein, was das sein könnte. Das wird nicht ganz einfach für dich sein. Wir haben ja schon ein bisschen Aufregung dabei liegen. Aber du entscheidest dich gegen etwas. Und die Entscheidung ist, glaube ich, auch richtig. Trau dich, habe den Mut dafür. Ich finde, es ist emotional eine sehr intensive Legung, habe ich schon, glaube ich, eventuell 3-mal gesagt, aber muss es nochmal sagen, es ist wirklich emotional intensiv. Es schwingt viel Wut mit. Es schwingt auch Enttäuschung mit. Es schwingt auch so ein, man fasst sich selber an den Kopf, warum man das jahrelang irgendwie anders mitgemacht hat mit. Wobei es immer wichtig ist, das auch wieder zu verstehen, ne? Und sich da auch rückblickend lieb zu haben. Denn das hat man auch nicht ohne Grund gemacht. Man macht es immer so gut, wie man es gerade kann. Hat immer nur die Informationen zur Verfügung, die man in dem Moment hat. Das wird nochmal nicht leicht. Das glaube ich nicht.
Also das glaube ich, dass es nicht leicht wird. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, da nochmal in eine Entscheidung reinzugehen. So, für dich eine Karte aus dem Moonology-Orakel. Na, da haben wir sie. Bald geht's hoch her, Vollmond im Widder. Habe da diverse Impulse zu und ich möchte das jetzt dir überlassen, was für dich hochhergeht. Ich glaube, da kommt, also zumindest das, was ich dir gerne sagen möchte, da kommt irgendwas zu einem Höhepunkt. Da finden alle möglichen Fäden zusammen. Da möchte etwas durchbrechen. So. Was haben wir hier noch? Aus dem Farbkartendeck. Lemon Access Innovative Thinking. Ja, es geht um etwas anderes, ne? Es geht um Andersdenken. Das haben wir hier oben auch, dieses aus diesen alten einsperrenden Gedanken raus. Anderes Denken, neues Denken, innovatives Denken. Das ist für dich wirklich wichtig. Das bringt dich auch weiter. Das Alte hat dich einfach echt ganz schön blockiert. So, und damit beende ich das Ganze. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaut hast, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben und freue mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Alles Liebe!